Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Das Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Ich bin, Leute, ihr merkt schon, ich habe hier, die Sachen kleben schon an meiner Hand, weil ich schwitzige Finger habe. Ich bin aufgeregt. Wir hatten schon internationale Stars. Wir hatten Alvaro Soler da. Wir hatten Zoe Wees da. Wir hatten so althaudigen Peter Schilling, Tim Wilde als Schauspieler. Aber heute habe ich Herztabletten bitte. Den ersten Hollywood-Star hier. Eine Hauptrolle in Mortal Kombat. Hier ist Kung Lao alias Max Huang. Herzlich willkommen. Hi Fabian, danke, dass ich da sein darf. Mann, hast du gesehen? Hast du gesehen, hier die Zettel kleben an meiner Hand? Vielleicht, weil es draußen warm ist, aber vielleicht auch, weil ich so aufgeregt bin. Ich habe schwitzige Hände, Max. Toll. Ein Hollywood-Schauspieler. Genauso. Entweder, ich weiß auch gar nicht, ob es an dem Wetter liegt oder weil ich hier in deiner Show eingeladen bin, aber auf jeden Fall ist alles nass inzwischen. Aber ich freue mich, da zu sein. Es wird eine heiße Kiste hier, glaube ich. Mortal Kombat. USA Kinocharts oder sagen wir momentan Streaming und Kinocharts, Platz Nummer 1 und du in der Hauptrolle. Max, ich bin genauso sprachlos vielleicht wie du, oder hast du mittlerweile die Sprache schon gefunden wieder? Ich habe die Sprache mittlerweile schon wieder gefunden, allerdings als ich die Rolle bekommen habe, war ich natürlich auch, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich ursprünglich eine Audition gemacht habe für Liu Kang, die andere Rolle, und das hat nicht geklappt und somit ist mein Leben einfach weitergegangen und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, aber dann 2 Monate später hat der Regisseur, also von Warner Brothers, die haben sich dann nochmal bei mir gemeldet, die haben die letzte Rolle gecastet, Kung Lao, und der Regisseur hat einfach in der Kartei von den ganzen Tapes, die ihm zugeschickt wurden, nochmal geguckt. Und da hat er mich wieder entdeckt. So, und dann habe ich den Anruf bekommen. Anruf aus Hollywood. Wir haben für alle, die im Videocast zugeschaltet sind, wir sind ja dual aufgestellt, ne? Podcast und Videocast. Ich habe hier mal eingeblendet den Kung Lao aus dem Videospiel. Es ist ja eine Videospielverfilmung, ein Blockbuster geworden jetzt. Und das ist der Kung Lao. Hat einen Riesenhut auf, ist ein toller Kerl, viele Muskeln, so wie Max Huang. Dann dachte sich an der Kartei, hoppala, der sieht doch ziemlich ähnlich aus. Achtung, wir verwandeln dich jetzt mal vom Kung Lao in den Kung Lao, so wie du im Film aussiehst. Oh, verblüffend frappierende Ähnlichkeit. Erklär kurz mal allen Mortal Kombat-Fans, brauchen wir Kung Lao nicht erklären, ja? Aber erklär du kurz mal die Figur, die du spielst als Hauptrolle in Mortal Kombat. Ja, Kung Lao ist ein ganz interessanter Charakter. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er eben diesen wunderbar großen Hut trägt, den sonst wirklich keiner hat. Und er hat einen Cousin, der heißt Liu Kang. Die beiden stammen eigentlich aus dem Shaolin-Kloster und sind solche Warrior-Monks, also Mönchskrieger, und kämpfen zusammen für das Gute und für das Erdenreich, um das zu beschützen. In Mortal Kombat bin ich noch online. Du bist online, du bist voll online. Aber so. Ah, okay, weil ich habe gerade irgendwas Komisches auf dem Bildschirm gesehen. Sorry. Das war ich, das Komische auf dem Bildschirm. Auf jeden Fall, die beiden kämpfen zusammen für das Gute, und wie man weiß, in Mortal Kombat gibt es ja verschiedene Realms, also verschiedene Welten, und Kung Lao ist unter anderem dafür zuständig, dass das Erdenreich sozusagen beschützt und behütet bleibt, und ist ein ganz feiner Kerl eigentlich. Also der hat auch schon eine Attitude, also eine Einstellung, der kommt sehr mysteriös rüber ab und an, weil er auch, also mich hatte die Figur immer stark an die Cowboys aus den Westernfilmen. Also die verdecken oft ihr Gesicht mit diesem Hut eben. Und das hat mich ganz stark so an die Western-Filme erinnert. Und da habe ich mich auch so ein bisschen dran orientiert, dass das Ganze, ich habe versucht, den Charakter ein bisschen mysteriös zu gestalten, aber gleichzeitig auch cocky, und dass er eben, also schon weiß, was er kann auch, gleichzeitig
hoffe ich, dass man ihn halt irgendwie auch sympathisch findet. Ne? Also Ja. der, Du hast versucht, ihm Leben ja. einzuhauchen. Jetzt ist Kung Lao eigentlich ein feiner Kerl, hast du gesagt. Ja, feiner Kerl. Aber es wäre nicht Mortal Kombat, wenn hinter dem feinen Kerl nicht auch eine messerscharfe Klinge an seinem Hut stecken würde, die er dann auch mal, wenn es darauf einkommt, so Robin Hood-mäßig oder du sagst gerade Cowboy-mäßig, der mit dem weißen Hut, einsetzt, um das Gute zu verteidigen. Richtig, richtig. Also da kennt er kein Pardon. Und wer den Film gesehen hat, der weiß, wie hart Kung Lao mit seinem Hut durchgreift. Auf jeden Fall das, was ich verraten kann für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Kung Lao hat da eine der brutalsten Fatalities, wo er eben seinen Hut benutzt als kreissägenartiges Instrument. Was nicht jedem Körper gut tut, sagen wir es mal so, um hier auch die unter 16-Jährigen. Nee, aber 18 ist er freigegeben oder sogar. Oder 16? Mortal Ja, ab Kombat? 18, 18. genau. Oh, bloody. Also nicht, ich habe heute, gehe ich übrigens in eine Vorstellung zum ersten Nein. Mal. Ich bin ja gerade in Nürnberg und der Film läuft heute zum ersten Mal im Kino. Du Und siehst ihn nehme heute meine das Tante erste mit. Mal hier in Nürnberg auf Big Screen sozusagen. Ja, ich habe den noch nie im Kino gesehen. Also ich bis jetzt nur hier zu Hause als Stream und Nein. war auch gut, aber ja, heute wird das erste Mal sein. So. Leute, ganz ehrlich, Und also das Witzige ist ja, ich nehme unter anderem meine Patentante mit und die war seit 30 Jahren nicht mehr im Kino. Die wird was erleben heute, sage ich dir. Die traut sich schon gar nicht. Die weiß auch gar nicht, was es ist, ja, aber ich habe schon aber richtig. da hat der Max mitgespielt und da gehe ich mit ins Kino, ja? Und Ja. was glaubst du, sag mal ganz kurz, was glaubst du, wenn du jetzt noch ganz kurz die Zeit hättest, deiner Patentante eine kurze Vorwarnung zu geben, was würdest du ihr sagen? Also sie soll entweder die Augen zumachen, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, oder ja, aber ich glaube, es wird okay. Also es ist ja auch Fantasy-Welt, Ja. weißt du, das ist ja jetzt nicht so was, was auf Realität basiert. Von daher. Das mit der Gewalt und dem Blut, das glaube ich, kann man dadurch ganz gut verarbeiten. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass Jetzt, sie danach nicht ja, sagte, also du warst die Albträume längste bekommt. Zeit mein Patenkind. Ja, jetzt machen wir hier mal einen Cut an dieser Danke, Stelle. ciao. Genau. Genau. Wo ist der Ausgang? Ich möchte gerne noch Popcorn, aber dann gehe ich. Max, wie viel Kung Lao steckt in dir quasi drin? Oh, ganz schön viel eigentlich. Also wir haben viele Similaritäten und Ähnlichkeiten, habe ich entdeckt. Zum Beispiel war ich, als ich 15 war und 16, für eine Zeit lang auch, also nicht im Shaolin-Tempel selbst, aber in der Schule dort angelegen und habe da, das war so eigentlich eine der Anfänge mit Kampfkunst und so. Und genau, da war ich halt mehrere Monate in China dort in dieser Schule. Und habe eben auch so Shaolin Kung Fu unter anderem bisschen gelernt. Also ich bin da jetzt kein Profi im Shaolin Kung Fu, sondern eher breiter gefächert in anderen Kung Fu Stilen. Aber ich habe so einen guten Eindruck bekommen und das hat mir auf jeden Fall geholfen bei der Rolle. Bist du so ein ehrenhafter Typ, so ein, ja, so ein, also Ehrenhaft. ehrenhaft im Sinne von Kumpeltyp, also auf den kann ich mich verlassen, wenn man das ehrenhaft nennen kann. Also wenn ich sage, du bist mein Kumpel, mein bester Freund, so wie der Kung Lao auch, der fürs Gute eintritt, dann kann man sich auf dich verlassen. Ich glaube schon, ich glaube schon. Also ich lege schon viel Wert auf so Prinzipien irgendwie. Also dass man so einen Respekt voreinander hat und ja, so bestimmte, weiß nicht, so, wie nennt man das im Deutschen, so Wertevorstellungen. Also die fordere ich irgendwie auch von meinen Freunden zurück, zum Beispiel, weil ich eben zum Beispiel gewisse Werte dann vertrete und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass das irgendwie irgendwas zurückkommt. Ne? Also, aber ich bin eigentlich eher so gechillter Typ. Also ich komme auch mit den meisten Menschen klar und so. Aber ich sage halt auch ab und zu, was ich denke und so. Halt da nicht zu. Eine gute Oh, Mischung. Was du sagst, ja, gibt Kung Lao dann mit deinem Hut zu verstehen. Ja, der ist eher so der schweigsame Typ, pazifistisch ja. eigentlich, aber dann doch so. Du hast gerade gesagt, das hat dann so mit 15, 16 angefangen. Du hast dich schon, also wahrscheinlich
ewig mit Martial Arts, also mit dieser Kampfkunst, mit den Filmen und mit großen Vorbildern aus der Szene. Klar, du weißt, wo ich hin will. Auch Jackie Chan natürlich beschäftigt. Das wird so ein Idol wahrscheinlich auch deiner Jugend oder Kindheit gewesen sein. Das hat sehr früh angefangen bei mir. Also ich weiß aus Erzählungen von meinen Eltern, dass ich so mit 3 Jahren hat mein Papa mir so die ersten Jackie Chan und Bruce Lee Filme gezeigt. Natürlich nicht alle Szenen, aber so ich durfte mir so die meisten Sachen angucken. Und da habe ich sofort irgendwie gemerkt, okay, das ist das, was ich irgendwie für den Rest meines Lebens machen möchte. Irgendwie das war so eine Eingebung einfach. Und dann ging es einfach immer weiter. Dann habe ich irgendwie, ich habe als Kind schon gespielt und mich verkleidet. Also das war jetzt nicht nur Kung Fu und so, das war zum Beispiel auch Winnetou oder so, war ganz stark. Aber ich habe immer gespielt und mich immer verkleidet und auch immer schon, ich habe auch schon angefangen, Drehbücher zu schreiben als kleiner Junge. Und dann hatten wir so eine große Video, so einen Camcorder, mit dem habe ich dann gedreht und Sachen aufgenommen. Und also es war, also die ganze Kindheit hat sich mehr oder weniger um Film, aber auch so um Kampfkunst so gedreht, aber das mit der Kampfkunst, das kam dann, glaube ich, so mit 11. Da bin ich dann in eine Wing Chun, heißt das, Wing Chun Kung Fu Schule gegangen. Das war auch in Nürnberg übrigens. Und genau, da habe ich so die ersten Sachen gelernt. Und dann gab es eine andere Kung Fu Schule in Nürnberg, das war so ein malaysischer Stil. Da habe ich dann angefangen, also das war dann so Kontaktsport. Da sind wir auf Wettkämpfe gegangen und ja, habe ich dann ein paar Sachen auch gewonnen. So Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft hieß das. Da habe ich in der Vorbereitung gelesen, Wushu hast du mal eine Goldmedaille gewonnen irgendwie. Ich konnte mit Wushu nichts anfangen, habe danach gelesen. Im Westen auch bekannt als modernes Wushu, ist ein Anfang der 50er Jahre in China anerkannten Zusammenstellung von einigen traditionellen Formen der Kampfkunst. Also, ui, Ja, klingt also komplex. Wushu. Genau, also Wushu habe ich dann angefangen, eigentlich richtig so mit 15, würde ich sagen. Und das ist eigentlich, also es ist eine chinesische Form, bedeutet auf Deutsch Kampfkunst, Wushu. Wu, Kampf, Shu ist Kunst. Und da gibt es eben ganz breit gefächert 1000 verschiedene Kung-Fu-Stile, die man da üben kann. Also es gibt so nördliche Stile, südliche Stile, äußere Stile, innere Stile, wo man dann mit Atmung und so arbeitet, also wie Tai Chi zum Beispiel. Wir Kenner sagen natürlich Taolu oder Sanda, ja. Ich habe es abgelesen, ich habe keine Ja, Ahnung, ist richtig. Kenner. Also Vollkontakt oder weniger Kontakt. Ich tippe jetzt mal bei dir, du bist auf Vollkontakt gegangen. Ja, also ich habe erstmal Vollkontakt gemacht und bin dann so mit 15 zu den Formen übergegangen. Taolu, genau. Also da macht man so im Prinzip. Hat man wie ein Eiskunstläufer eigentlich so 1 Minute 20 Zeit und macht seine Performance. Und da sind viele akrobatische Elemente drin und Bewegungen, die man eben versucht, so perfekt wie möglich auszuführen. Und dann wird man eben beurteilt, ne, von mehreren Schiedsrichtern sozusagen, wie gut jetzt die Performance war. Oh, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid, was hier passiert. Lieber Okay. Max, wir wissen, wir können das immer nicht kontrollieren. Es ist aber das erste Mal, dass das Round and Round kommt. Es ist jetzt soweit, dass wir unser Rad mal zu Rate ziehen, sozusagen. Wir wissen nicht, es kommt eine Actionrunde. Was Da muss ich jetzt passiert aber meine jetzt? Brille nehmen, ja. Hopp, Da setz muss mal ich die jetzt Brille auf. meine Ah. Brille. Ja, super. Ja, als wär's geplant, liebe Na. Redaktion. Das ist ja aber Wushu Action. Was habt ihr geplant, liebe Redaktion? Wushu Action. Also, bevor du mir es erklärst, kriege ich gerade signalisiert, werden wir uns bitte kurz mal konzentrieren. Bitte auch alle Zuhörer und Zuschauer, wir wollen uns bitte mal in eine Art Shaolin-Mönchstempel beamen. So. Hättest du einen Spruch, dass wir uns irgendwie so einen Meditationsspruch, dass wir uns rüber beamen können? Ja, es gibt im Chinesischen Omitofo. Sag's Kannst du nochmal, mir ich einmal kann das nicht. nachsprechen? Nochmal? Das heißt Omitofo. Omitofo. Mal schauen, ob es wirkt. Schau dir das an. Max, wir sind da. Ich hätte ganz gern eine kleine Übung. Wir drehen uns mal zueinander. Vielleicht eine kleine Bewegungsübung. Du sprachst gerade von Wushu-Kampfkunst. Du merkst, ich schwebe hier Ja. schon in der Luft.
Ich dachte gerade, das wäre Disneyland irgendwie verfallene Version oder so. Das ist ja im Hintergrund alle Videocast-Gucker. Das ist eigentlich der verkleidete Disney-Prinzessinnen-Turm, aber ich habe es als Shaolin-Geschichtchen ausgegeben jetzt gerade. Könntest du uns mal, wir drehen uns mal zueinander hier im Videocast, könntest du uns mal, warte mal, andere Richtung, es ist immer komplex. Ja, mach doch mal kurz was vor, was soll ich dir nachmachen? Also, bitte. Eine Wushu-Kunst, die auch Bewegungslegastheniker wie Fabian van der Waart lernen können. Ja, okay, alles klar. Also wir fangen erstmal an mit der Grundhaltung, also eine Hand vorne. Ja. Ja, und die rechte Hand zur Verteidigung. Die rechte genau. Hand zur Verteidigung hinten, okay, ja. Genau. So, jetzt sagen wir mal, dass jemand kommt und mit einer geraden Faust uns angreift. Ja, kannst du gerne mal machen. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Genau, vorne, zur Seite, also nach rechts, so. Mit der Angriff, mit der Verteidigungshand, mit der rechten? Ja, ja mit links, sorry, mit links. Sorry. Mit links, okay. Okay. Ja. Genau. Und mit der hinteren Hand nach vorne. Hand geballt und so, okay. Ja. Okay, und das muss natürlich schnell funktionieren, ne? Genau, also schnell ist dann... Okay, wir zählen mal bis drei. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier im Videocast noch einen Versatz und dann machen wir mal PAM bis in die Mitte. Okay, Grundhaltung okay. Bitte. Mhm. Meine Damen und Herren, Max Wang, der Kung Lao aus Mortal Kombat und der kleine Fabian van der Waart in einem kleinen Wushu. One, two, three, BAM! Oh. Ich bin Gott sei Dank nicht getroffen und dank deiner kurzen Ausbildung konnte ich den Schlag abwehren. Ich danke dir, ich bin so. Du hast den schwarzen Gürtel erlangt. Das Gute ist ja auch beim virtuellen Fight, wir tun uns nicht weh. Ja, deswegen habe ich ihn auch gemacht, sonst hätte ich mich das überhaupt nicht getraut. Jetzt haben wir vor lauter Promi Round and Round und vor lauter Action-Szene eigentlich einen Teil der Geschichte vergessen, beziehungsweise möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt ist so ein junger Mann aus Nürnberg, der sagt, ich habe Bock gehabt, die Filme zu gucken. Ich habe seit meiner Kindheit oder seit meiner Kindheit und Jugend habe ich die Geschichte gemacht mit Kampfsport. Aber der schritt dann einem anderen Schauspieler, nämlich Jaden Smith von Karate Kid, was in die Hand zu drücken, ein Demo-Tape und dann dieses Ganze ins Rollen zu bringen. Da ist ja noch ein ganz schönes Stück dazwischen. Lass uns an der Geschichte, du hast sie wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, nochmal teilhaben. Ja, aber es macht immer wieder Spaß, sie zu erzählen, weil man erlebt das dann immer wieder. Weil sie so unglaublich auch ist, die Geschichte. Ich glaube ja seitdem an Schicksal, deswegen, es war sehr speziell. Also es hat angefangen damit, wie gesagt, ich habe mein Kampfkunstding gemacht und schon so Filme gedreht und hatte auch meinen ersten Stuntjob in Deutschland tatsächlich in dem Jahr. Das war 2010. Ich war da wahrscheinlich, keine Ahnung, 19 oder so. Oder 20. Und also Jackie Chan ist einige Male nach Deutschland gekommen für verschiedene Veranstaltungen. Zum Beispiel Wetten, dass war er da. Und ja. Ich war halt jedes Mal da und wollte ihn irgendwie treffen. Aber hat nicht funktioniert. So, und dann war eben 2010 im Sony Center in Berlin roter Teppich für Karate Kid, den Film. Und ich war mit anderen Stunt-Jungs, glaube 6 Stunden vorher schon da, haben uns da platziert schön. Und dann kamen so langsam die Leute, also es wurden immer mehr, zum Schluss 3.000, 4.000, glaube ich. Man kam überhaupt nicht ran an weder an Jackie Chan noch an irgendjemand anders. Will Smith war ja auch da. Papa von Jaden Smith, und als der er dann das Karate Kid gespielt hat, ne? Genau, ja. Ja, genau. Und dann kamen die so nach und nach rein auf den roten Teppich und Jackie Chan war umgeben von lauter Bodyguards. Das heißt, wie gesagt, keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Der ist dann vorbeigegangen und Jaden Smith, der muss damals 14, 15 gewesen sein, der kam eben dann in unsere Richtung und wollte den ganzen Teenie-Girls da schreiten. Ja, genau. Ja, genau. Die Plakate unterschreiben und so weiter. Und wir so dazwischen so, und ich hatte so mein Demo-Reel, also auf einer CD gebrannt und habe ihm das so mit voller Euphorie entgegengehalten. Der war wahrscheinlich froh, dass ihr die Einzige wart, die nicht geschrien habt. Die einzigen normalen, ja. Oh, doch, ich habe mehr als die Mädchen
geschrien. Also ich hab geschrien, I wanna be part of Jackie Chan's Stunt Team, please. Und er kam zu dir Und tatsächlich. dann hat er, ja, der hat mich so angeguckt, so, wer ist das denn jetzt? Und dann hat er die CD genommen und seinem Bodyguard gegeben und ist dann weitergegangen Richtung Kino. Und du hast gedacht, das So. war's jetzt. Das Ding wird in den nächsten großen Mülleimer geschmissen wahrscheinlich, ne? Also ich habe da schon ein bisschen Hoffnung gehabt, Ja. aber naja. Dann kam noch der ProSieben-Moderator Steven Gätjen. Der hat das Ganze moderiert, der kam dann auch in unsere Richtung und hat uns gefragt, was wir da machen. Und dann haben wir ihm eben auch gesagt, ja, wir wollen unbedingt mit Jackie Chan arbeiten. Und dann hat er wieder unsere ganzen Videos entgegengenommen und ist auch weggegangen. Und somit hat Jackie Chan das, er muss das wahrscheinlich zweimal bekommen haben. Auf jeden Fall. Dann sind es 1 oder 2 Monate sind vergangen und ich war zu der Zeit in Shanghai, habe an der Sportuni Kampfkunst studiert und Chinesisch. Und dann kam eine E-Mail an einem Abend mit dem Betreff Jackie Chan Stunt Team. Und ich so, okay, das kann doch nicht sein. Man nimmt das dann so in Das der kann Hand und nicht sagt, sein. Das was? Ja. ist ein Scam. Ja. Und dann habe ich diese E-Mail aufgemacht. Und dann stand, ja, hi, hier ist der Stunt-Coordinator von Jackie Chan. Er findet deine Sachen sehr, sehr gut und hättest du die Möglichkeit, mit uns in Shanghai beim nächsten Film zu arbeiten? Und die Hände gehen dann so wahrscheinlich, die zittern oder man kann sich's gar nicht glauben. Also ich war so, hatte so einen Tunnelblick auf meinen Monitor drauf und weiß noch, meine Freundin damals, die war im Hintergrund, ich so, lies dir bitte das durch. Und dann ist sie, hat sich das durchgelesen und ich war in der Zwischenzeit auf dem Bett und bin da rumgesprungen, weiß ich noch. Ich war so außer Rand und Band. Das war, glaube ich, auch so mit das krasseste Erlebnis in meinem ganzen Leben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist Weil ich unfassbar. hätte es halt nie für möglich gehalten. Und dazu noch die Tatsache, dass ich in Shanghai war und die mich gefragt haben, ob ich nach Shanghai kommen kann. Habe ich mich dann aufgrund dieser Tatsache 2, 3 Tage später mit diesem Stunt-Koordinator, der mir diese E-Mail geschrieben hat, eben getroffen. Mein heutiger Meister, kann man sozusagen behaupten. Und der hat mich dann, genau, 2 Tage später getroffen. Wir sind essen gegangen und meinte dann, ja, pass auf, also wir drehen einen Film und wir hätten dich gerne dabei und mal schauen, wie du dich anstellst. Und die Regeln gibt es in unserem Team und wir müssen gucken, dass wir alle auf Jackie aufpassen und ihm das Leben am Set sozusagen so einfach wie möglich machen und dann eben gute Sachen Action choreografieren. Und ja, wir suchen im Prinzip so jemanden wie dich und so hat das angefangen. Und dann habe ich erst mal ein Jahr lang nichts gehört, weil der Film wurde verschoben. Ja. Und in diesem Jahr habe ich halt so abartig trainiert, ne? Weil ich dachte, so Es muss gut jeden werden, es muss gut Moment werden, es muss gut klingelt das werden, Telefon. ja. Genau. Und dann kam man irgendwann, stand auch nicht mehr fest, ob ich dann jetzt nun dahin darf oder nicht, weil ich war in der Zwischenzeit wieder in Deutschland und er meinte, ja, ist vielleicht zu schwierig mit Flug. Und dann da habe ich einfach meinen Flug selber gebucht und habe gesagt, ich komme jetzt. Und dann war ich da und dann hat es auch funktioniert. Und dann war das praktisch der erste Film, der heißt Chinese Zodiac. Oder auch Armor of God 3. Und ja, das war der erste Film, 2011. Seitdem bin ich mit Jackie Chan unterwegs, seit 10 Jahren und wir drehen einen Film nach dem anderen. Und Und ganz ehrlich, das waren die Anfänge. Ich habe hier für alle Videocast-Zugucker mal eine Szene. Du kannst uns noch genaueres erzählen. Da war die irgendwo auf der Oper irgendwie ganz oben gestanden. Du warst aber nicht nur Stunt-Man, Teil des Sets und des Casts, sondern du gibst quasi mittlerweile so ein bisschen auch die Regieanweisungen, die Stunt-Regieanweisungen für Jackie Chan. Erzähl kurz was ja, zu der richtig. Szene. Also auf dem Video, auf dem Bild sehen wir mich in toller Perücke. Ja, Ich lange Haare. dubel da gerade eine Frau, die Hauptdarstellerin, zusammen mit Jackie Chan auf dem Sydney Opera House. Und da kommen eigentlich nur Präsidenten und so ganz hohe delegierte Personen, um irgendwie so den Überblick von Sydney zu haben. Ja, und Aber Jackie wir Chan haben und du halt, klar, und dafür. wer sonst? Ja. Und
Wir haben auf jeden Fall beantragt, da sehen zu dürfen. Und ich glaube, Tom Cruise hat auch mal beantragt, das Opera House benutzen zu dürfen. Hat es aber nicht bekommen. Und Jackie Chan hat angefragt und wir haben es sofort bekommen. Ja, und, es muss der richtige anfragen, vielleicht auch im richtigen Ton. Wer weiß. Ja, genau. Auf jeden Fall, das war, glaube ich, 2017. Zu der Zeit war ich dann schon Stunt Coordinator. Das war mein erster Job, also wo ich für Jackie mehr oder weniger die Action-Regie gemacht habe. Also ich war verantwortlich praktisch für die Choreografie, das Training von den Schauspielern, die Umsetzung, also auch die Kameraarbeit und auch bis hin zum Schnitt. Also das ist in jedem riesen, Bereich tätig gewesen. Das ist eine riesen Bandbreite. Übrigens alle, die sagen, woher kann der Junge das? Ich meine, das Trainieren haben wir jetzt gerade geklärt, aber schaut euch mal bitte auch auf seiner Seite Max Huang Official bei Instagram mal alles an, was Max so alles macht, was du alles treibst und vor allen Dingen auch mal, guckt mal so auf YouTube, einfach mal eingeben, auch die einzelnen Kurzfilme und was da so alles zur Sache geht. Das ist eine riesen Verantwortung, eine mega Verantwortung. Ja. Und ja, wie gehst du damit um? Ich meine, das ist ein Megastar. Wie ist er drauf? Wie seid ihr einfach völlig auf Augenhöhe und sagt, komm, so und so, eine ganz professionelle Ebene? Also wenn wir am Set sind, ja, dann ist alles sehr, sehr professionell und er legt auf jeden Fall Wert. Also der Jackie ist schon jemand, der sehr fokussiert ist bei der Arbeit, aber auch sehr herzlich, ne? Also ich hatte schon sehr viel Druck, weil das war mein erstes Projekt als Stunt-Coordinator, wo ich wirklich die ganze Verantwortung hatte. Und ich glaube, an einem Tag waren es vielleicht sogar 700 Leute, die ich da koordinieren musste. Und ja, im Prinzip fungiert man dann wie der Regisseur, sobald die Action anfängt. Regisseur überlässt dem Stunt-Coordinator die Bühne sozusagen und dann versucht man halt so das Ding zu rocken. Meistens hat man nicht so viel Zeit, weil für Action, aus welchem Grund auch immer, werden nicht so viele Tage zur Verfügung gestellt. Meistens lassen sie sich unglaublich viel Zeit bei den Dramaszenen und dann bleiben noch und bei den Liebesszenen oder und Tage bei den Liebesszenen. Da muss man auch viel und Zeit bei den ja, klar, die denken sich, schnelle Bewegungen beim Kampf dreht sich ja schnell, aber unglaublich komplex. Ja, wo du brauchst eigentlich die doppelte oder dreifache Zeit, um was Gutes herzustellen. Ne? Und es muss ja sitzen und wirklich auf den Punkt sein. Und ich meine, da geht es ja wirklich um Choreografien und dass sich auch keiner verletzt. Also ich meine, hier an den Szenen ist natürlich auch die Verletzungsgefahr und generell die Gefahr am höchsten. Auf jeden Fall. Bei der Szene war ganz interessant. Wir durften nämlich nicht auf die Ziegel von dem Opera House, sondern wir dürfen nur in diesem Kanal uns bewegen, der da oben entlang geht. Und den Rest haben wir dann tatsächlich in China nachgebaut. Also wir haben das Opernhaus nachgebaut, ein Teil davon, und sind dann da auf diesen Ziegeln rumgerutscht, außen an der Fassade. Und das muss eben alles choreografiert werden beforehand. Also bevor wir anfangen zu drehen, muss schon das ganze Konzept stehen, wie wir das jetzt umsetzen wollen, auch im Schnitt. Wäre auch blöd, wenn man während des Rutschen sagt, ah, so war das nicht geplant. Ja, und dann ist er schon weggerutscht. Das wäre doof. Dann ist er schon ganz unten. Dann haben wir Pech gehabt. Also, nee, aber viel Planung und viel Verantwortung. Und dann beim tatsächlichen Drehen muss man natürlich, also Sicherheit ist höchste Priorität, dann natürlich gewährleisten, dass alle Schauspieler auch sicher sind und gerade die Schauspieler, die jetzt im Bereich Action noch nicht so viel Erfahrung haben, muss man halt so betreuen, dass sie auch das Selbstbewusstsein haben, sagen zu können, okay, ich mache jetzt zum Beispiel diesen Sprung oder so. Ne? Gehört ein bisschen Überwindung und wahrscheinlich auch also die Ruhe, die du jetzt ausstrahlst, auch jetzt allein hier schon im Podcast und die Entspanntheit, die wird sich übertragen jetzt. Bist du da mittendrin in der Shanghai, dann jetzt Hollywood mit Mortal Kombat Maschinerie? Überlegst gerade, ziehe ich nach Berlin, ziehe ich wieder, muss man sagen, nach LA? Wie ist so der aktuelle Stand und wie ist so die Hollywood Maschinerie in deinem Leben, in deinem Kopf momentan? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, heutzutage shiftet das ganze Hollywood-Ding so ein bisschen weg, immer mehr dazu, dass alles internationaler wird und es kommt immer weniger darauf an, wo man
auch wo der Wohnsitz jetzt gerade ist, ne? Also man sieht ja, in Deutschland gibt es immer mehr Produktionen, die jetzt von Netflix oder auch Amazon produziert werden, und jedes Land bekommt so mehr und mehr die Aufmerksamkeit, die es verdient. Von daher, ja, vielleicht LA ist auf jeden Fall immer noch so ein Hotspot, kann ich mir sehr gut vorstellen. Berlin aber auch. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit erstmal so ein bisschen testen und gucken, wo ich mich am besten zu Hause fühle. Aber ich glaube, wenn man so viel unterwegs ist wie ich jetzt, und in verschiedenen Ländern Filme dreht und so und dann wieder zurück in die Heimat kommt, und also in dem Fall Deutschland, und dann so ein Plätzchen hat, wo man sich ausruhen kann und wo einfach mal nicht so viel Action ist, das ist, glaube ich, das, wonach ich suche. Und ja, Wo es so mal ein gucken. bisschen runterkommt. Jetzt hast du gesagt, du warst in Berlin. Wir haben kurz vorher gequatscht mal. Da hast du viel Familie, ein bisschen. Du hast Tierfamilie. Mama ist Deutsche, Papa ist China und aus Indonesien quasi. Hier die Geschichte. Die werden das Ganze wahrscheinlich auch richtig unterstützt haben. Dein Bruder auch mega im Geschäft. Seid ihr so eine richtige, taffe Familie, die sagt, also hier, zielstrebig und es geht voran. Wie haben das deine Parents, deine Eltern gesehen und wie stolz sind die? Also auf jeden Fall eine sehr zielstrebige Familie. Ich glaube, es kommt vielleicht durch meinen Großvater unter anderem. Okay. Der war schon ganz früher mit dem Präsidenten von Indonesien sehr gut befreundet und hat komponiert und hat so Nationallieder geschrieben für Indonesien und so weiter. Und mein Papa ist Dirigent, auch in Japan und so viel unterwegs, Chefdirigent. Und der hat auch schon als Fünfjähriger oder so die Leitung, als sein Papa krank war, übernommen und dann für den Präsidenten von Indonesien Klavier gespielt und so. Also da liegt irgendwas in unserer Familie, glaube ich, was uns alle irgendwie dazu immer wieder antreibt, irgendwie unser Bestes zu geben oder nach oben zu kommen. In meinem Fall und auch in dem Fall von meinem Bruder, von unserer Familie, war keiner im Filmbusiness. Und das war bei mir und bei meinem Bruder wie bei allen anderen auch. Wir mussten uns halt von null hocharbeiten und hatten keine Kontakte oder irgendwas. Und ja, wenn ich Musiker geworden wäre, also Profimusiker, wäre es wahrscheinlich einfacher geworden. Da hätte mein Papa oder meine Mom mir vielleicht helfen können, aber Hier habe ich mal ja. fünf Telefonnummern, ruf mal an. Ja, richtig, Wobei, genau. du gerade gesagt hast, du kannst jetzt erstmal Werbung machen für deinen, ich hab's nicht mehr drauf. War das Cousin, Großcousin aus Berlin? Mein Cousin ist Geiger aus in Berlin. Berlin. David Garrett quasi, der, ja, so wurde er gehandelt. Sag mal kurz, mach mal Werbung für ihn. Ja, das mag er mal nicht so, Ah, wenn okay. man ihn mit David Garrett vergleicht, aber es ist tatsächlich so, Das dass schneiden wir raus. er so als Pop-Geiger hier in Deutschland gehandelt wird, und der ist auch in Indonesien und im Ausland sehr erfolgreich. Iskandar Wijaya heißt er. Und genau, ist ein klassischer Geiger, der sehr, sehr erfolgreich ist mit seiner Musik, und der macht jetzt aber geht immer mehr in die Pop-Richtung. Okay. Und ja, also somit, ich habe auch eine Tante aus Regensburg, die ist Ballettlehrerin. Was gibt's noch? Mein Bruder ist beim Film, hat jetzt gegen Keanu Reeves gekämpft beim neuen Matrix-Film, muss man sich mal vorstellen. Macht jetzt als Stunt-Coordinator eine Netflix-Serie Warrior Nun, in Spanien drehen die für 6 Monate. Und der ist jetzt 27 und ist richtig gut dabei. Also auf den bin ich richtig stolz, der stellt sich richtig gut an. Und ich Meine schätze, wenn Mama ich jetzt mit deinem ist. Bruder sprechen würde, der würde genau dasselbe sagen, bloß er würde sagen, ich bin richtig stolz auf meinen kleinen Bruder, weil der auch sagt, oh, wie der jetzt gerade unterwegs ist schon Wahnsinn. Du wolltest gerade sagen, meine Ja, Mom? genau. Meine Mom ist Dozentin für Gesang hier in Nürnberg, und die hat mir eigentlich auch Gesang beigebracht. Also da habe ich eine ganz gute Ausbildung bekommen und ist auch Schauspielerin, und von der habe ich sehr, sehr viel mitbekommen auf dem Weg. Einfach, ich glaube, also so eine gewisse Denkrichtung zu entwickeln. Nicht nur Also Denkrichtung, nicht nur da wurde ich sehr Denkrichtung. geprägt. Du musst auch, Ja. also man muss auch sagen hier, jetzt verstehe ich langsam deine Ambition. Lass uns doch mal, wenn du willst, kurz in dein aktuelles, erstes, großes Musikvideo reingucken. Heißt Flawless Victory. Wollen wir mal reinschauen?
Ja, gerne. Ja, ich muss noch sagen, bevor meine anderen Verwandten sauer werden, Oh weil man ja. muss nämlich immer alle erwähnen, wenn Richtig. man anfängt, sich zu erwähnen. Also es gibt noch, mein Onkel in Berlin ist Professor für Statik, ganz toller Typ. Und mein anderer Onkel in München am Theater macht die ist Chef für Sicherheit am Theater. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich Also, alle durch nee, habe, pass mal auf. aber ich Du, glaube schon. also wenn jetzt Max Huang, wenn der jetzt vielleicht noch ein bisschen abgelenkt erscheint, die restliche Sendung hier im Promi Roundaround, dann denkt er immer nach, habe ich noch einen Verwandten vergessen? Du kannst sie Ja, noch nachreichen auf jeden richtig. Fall. Aber auch wenn ich einen vergessen habe, ich liebe euch alle. Okay, hier ist Max Huang und Flawless Victory. There's a demon deep inside me, and there's no way I can hide him. Look inside and see, he's part of me. And I'm climbing and I'm falling, but I'm crawling back upon my feet, 'cause energy is what's driving me. No matter what, I will strive until the day that I die. Unleash the chains and break free into eternity. It's ridiculous, they say. But too critical to me to embrace the pain. Come on, bring it on. I fly away, so high and stay above the clouds. My destiny is flawless victory. Flawless Victory! Das ist ja meine Musik. Also es klingt und Ja. herzlich willkommen somit in der Welt der Schubladen von Radio-Musikredakteuren. Die suchen immer Schubladen für Musik. Und hier würden sie dich wahrscheinlich in die Schublade Linkin Park, vielleicht Evanescence reinmachen. Ist es so auch deine Musik? Weil du kommst ja eigentlich, wenn man so gehört hat, die ganze Verwandtschaft, Mama, Papa, eher so aus dem klassischen Bereich. Ja, voll. Also, seitdem ich klein bin, ich lag immer so unterm Flügel und habe gehört, wie mein Papa irgendwelche Arien oder so spielt oder meine Mutter Arien singt. Und ja, nö, also ich war dann auch, ich denke mal so, wenn man halt zur Schule geht, mit anderen Kids abhängt, dann hört man natürlich auch so die aktuelle Musik. Und ich habe mich immer stark angezogen gefühlt von Rockmusik, aber auch von Hip-Hop. Und ja, also du hast recht, das hat schon so einen Linkin Park-Vibe, glaube ich. Das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, für mich ist es eigentlich kein aktueller Stil. Für mich ist es eher so ein bisschen Retro, was so in die 2000, Komm, wir machen eine neue Schublade auf. Wir machen, eine, wir 15, machen, 16 Richtung geht, wir keine machen Ahnung, ich weiß es nicht. New Metal Pop Grunge Rap Okay. daraus. New Metal. Wenn Sie, meine Damen und Herren, New Metal Pop Grunge Rap hören wollen, dann hören Sie bitte ab jetzt. Und das gibt's natürlich auf YouTube und überall, wo es Musik gibt, gute Musik zu streamen. Max Wang, Flawless Victory. Ja, ausgemacht. Oh, es ist schon wieder so. Zweite Round and Round. Wir lassen das Rad drehen, Max. Wir gucken, was kommt. Music was my first love and it will be my last. War die Musik deine erste Liebe? Auch so? So war Musik schon immer was? Also klar, als Kind, du warst unter dem Flügel gelegen, aber auch was du gesagt hast, das würde ich auch mal machen. Ja. Gut. Ich weiß nicht, also ich glaube, für mich so Kunst, egal wie man sich ausdrückt, aber es ist ja alles, es ist einfach nur eine andere Ausdrucksform, ja, aber Kunst, also wie gesagt, ob es jetzt Musik ist oder Martial Arts oder Film, das ist, weiß nicht, alles ein Teil von mir. Wir haben ein kleines Wushu-Battle schon gehabt. Ja, jetzt kommt der Gesangsbattle. Okay, also pass mal auf, ich biete ein bisschen Linkin Park und bin gespannt, mit was du antwortest. Wir sind in der Actionrunde vom Round and Round. Okay. Okay, Achtung. Okay.
become so numb, I can feel you there. I've become so tired, so much aware. I'm becoming this, all I want to do is to be like me and be less like you. Ich glaube, ich kann nicht mehr sprechen. So, jetzt du. Komm. Flawless Victory oder gib was. Komm, kleines Battle. Bravo. Der Druck wächst. Ja, ich kann ja einfach von Flawless Victory bitte, einfach mal so a cappella was singen. Gerade eben noch live im Video. Wie war nochmal der Text? So, Regie, können wir es schnell einblenden, so die Kärtchen hochhalten? Sing mal die erste Strophe, also, weil mir nichts anderes einfällt. There's a demon deep inside me, and there's no way I can hide him. Look inside and see, he's part of me. And I'm climbing and I'm falling, but I'm crawling back upon my feet, 'cause energy is what's driving me. Yes. So, wenn ich wieder weiß, dann sehe ich auch noch den Refrain, aber im Moment. Das ist keine Ahnung. Das ist der Hammer, oder? Was dann der Kopf mit uns macht. Und ich glaube. Wie gesagt, ich bin in deiner Show, ich bin so aufgeregt, ja, wie in keiner anderen Show. Guck mal, lügt ohne rot zu werden, aber ich mag es. Ich mag es. Lass uns nochmal ganz kurz einen, es gibt ja so Menschen, die beeinflussen einen. Du hast uns von deiner kompletten Family erzählt, die du liebst und die dich beeinflusst haben. Und dann gab es aber auch einen, der dich filmisch, muss ich sagen, wahrscheinlich sehr, sehr beeinflusst hat. Und das ist dieser Mann hier am Set. Da bist du als Kung Lao und der Mann neben dir. Simon, ja. Ist Simon. Simon McQuaid ist der Regisseur. Und ich habe dich in verschiedenen Interviews sagen hören und da hat man auch so eine Emotion bei dir gemerkt, dass du dem, glaube ich, wirklich tief verbunden bist und tief dankbar bist. Du, Simon ist ein super klasse Typ. Also was der gemacht hat, das ist sein erster Film, wo er Regie führt. Der hat davor viel Werbung gemacht und so. Aber ich glaube, er hat auch 5 oder 6 Jahre an dem Ding gearbeitet. Und also Respekt. Nicht nur, was er jetzt filmisch gemacht hat, sondern auch, wie er eigentlich so als Mensch so mit uns umgegangen ist, mit dem Cast und der Crew. Der hat alle gleichwertig behandelt. Jeder hat sich irgendwie so gefühlt, als wäre er wirklich ein Teil davon, von dem Film. Und ja, ich glaube, wir sind durch ihn auch zu so einer Familie zusammengewachsen, weil er uns eben, wie gesagt, das Gefühl gegeben hat, ey, jeder gehört dazu und man wird verstanden, man wird auch gehört. Es gibt öfter mal Regisseure, die gerne ihr Ding durchziehen und die Ohren zumachen. Aber bei ihm war es schon so, dass in meinem Fall jetzt ich oft irgendwie ihm Vorschläge gemacht habe, wie ich jetzt gerne die Szene umsetzen würde. Und dann ja, war er sehr offen dafür. Also ich glaube, zu 95% hat er meine Sachen immer angenommen. Und da bin ich echt total dankbar dafür, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und er hat auch wirklich geschätzt, dass ich eben diesen Action-Background habe und eine Idee habe, wie Kampfchoreografie vor der Kamera funktioniert und mir da sehr stark vertraut in dem, was ich mache und dann auch mir überlassen, wie ich meine eigenen Kämpfe choreografiere. Ja. Ich denke, er wird auch dankbar gewesen sein, wie du ihm dankbar warst, dass er offen war, wird er auch gesagt haben, Mensch, also einer, der das wirklich so lange schon macht und Ahnung hat und mit Jackie Chan hier Anweisungen gibt, 700 Leute koordinieren kann, der weiß, wie man der Figur Leben einhaucht und wie man die Szene am besten auch dreht und schneidet. Ja, danke dir. Also ich glaube, ich bin, also man ist halt so ein lifelong student, also ich lerne immer was dazu und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, ey, ich weiß alles, was jetzt Martial Arts Action und so angeht. Auf keinen Fall. Ich glaube, bei jedem Projekt lernt man neu dazu, weil jedes Projekt hat ein anderes Environment, andere Leute, ein anderes Drehbuch, einen anderen Stoff, eine andere Grundstimmung und man lernt immer wieder was dazu. Also, ja, war eine super Erfahrung. Also, kann immer nur besser werden, glaube ich.
Lifelong Learning. Ich glaube auch, der so früh mit Kampfkunst anfängt, der kann gar nicht anders. Der ist da schon sehr ehrgeizig und du sagst aus einer ehrgeizigen Familie. Ich glaube, du kannst einfach die Füße nicht still halten. Das ist. Ja, Füße still halten. Oh, schon wieder. Es ist. Kaum reden wir von Füße nicht stillhalten, halten wir weder die Füße noch das Rad still. Also, wir gehen in die, ich schau mal, ich glaube fast die letzte Actionrunde fürs Promi-Round. Heute mit Max Huang, dem Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller, Kung Lao aus Mortal Kombat. Ratz, Fatz, Satz. Nicht lange geil, fackeln, sondern den Satz zu Ende bringen. Du kennst das Spielchen? Ja, aber ich bin total schlecht drin. Das hast du ja gemerkt. Ich habe nicht mal meinen eigenen Text mir gemerkt. Ja, aber jetzt geht es ja nicht um eigenen Text. Jetzt geht es ja einfach nur, lass es fließen. Lass es unvorbereitet fließen. Wenn ich den ersten Satz dir sage, der heißt, als ich Karate Kid Jaden Smith mein Demo in die Hand gedrückt habe, habe ich gerufen, bitte, bitte nimm es. Ich will ins Jackie Chan Stunt Team. Siehst du, es geht auch ohne Vorbereitung. Merkst du das? Es ist völlig entspannt. Ja, so ich weiß jetzt auch den Text wieder von meinem Song. Das wird der Rausgeher. Das wird der Rausgeher hier. Ganz am Ende wird Flawless Victory nochmal. Oh, und du trägst ja, quasi ist, ja, unsere Zuhörer und Zuschauer dann ins Off. Nächster Ratzfatzsatz für dich. Mein Meditationsspruch, wenn es beim Stuntkampf mal richtig wehtut, lautet: Be water, my friend. Kennst du den? Ich weiß nicht, woher er kommt. Das ist ein Filmzitat. Oder? Das ist von Mr. Bruce Lee. Der hat das mal in einem Interview gesagt, aber auch in einem Film, ja, richtig. Be water. In einer Serie. Ja, ich bedeutet mehr oder weniger in dem Zusammenhang, pass dich an die Situation an und versuch nicht Kraft gegen Kraft, also Kräfte gegen Kräfte kämpfen zu lassen, sondern sei geschmeidig wie Wasser und go with the flow. Ist ein tolles Lebensmotto quasi auch. So komme ich die ganze Zeit durchs Leben. So. Und es float ja ganz gut momentan, muss man sagen. Ja. Kann man nicht sagen. Nächster Ratzfatz-Satz für dich, lieber Max. Wenn meine zukünftigen Kinder mal 24/7, also rund um die Uhr, Mortal Kombat am Rechner zocken, sage ich: Fatality. Das verstehen jetzt wieder nur Mortal Kombat-Zocker, zu denen ich nicht gehöre, aber mich durch die Vorbereitung hier mal, ne, gemacht habe. Aber wirst du, wenn deine Kinder so lange zocken, dann bekommst du es automatisch mit. Ja, ich würde wahrscheinlich mitzocken irgendwann mal. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich bin da so inkonsequent, das Ganze. Wobei Mortal Kombat, weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich zu langsam mittlerweile. Bevor wir vertiefen, ganz kurz nebenbei, hast du es gezockt? So neben, ja, auch 24/7? Ja, aber ich gebe den Tipp, du musst einfach nur irgendwas drücken. Das ist eigentlich total egal. Seit jeher meine Strategie, auch beim FIFA-Zocken. Irgendwas drücken, ja, kontrollieren kann ich es nicht. Ja, klar. Das ist die einzige Möglichkeit. Controller verdienen bei mir das Wort nicht. Wenn die nächste Mail aus Hollywood kommt, hoffe ich, steht darauf 20 Millionen ja. Dollar. Ja, ist absolut, ja, ist fair. Fair enough, wie der Engländer sagt. Ja? Fair enough. Können auch 30 sein. Liebe Hollywood-Regisseure, ja. Miete bezahlen und so. Richtig. Berlin ist die Wohnung teuer, in L.A. ist sie noch teuer. Berlin ist teuer, ey. Ich muss irgendwie mein Geld verdienen, weißt du? Von nichts kommt nichts. Und heute Abend, wie wir erfahren haben, muss er die Patentante zum Popcorn einladen in den Nürnberger Kinos oder egal in welchen Kinos ihr Mortal Kombat anguckt. Und da braucht man auch ein bisschen was. Wir machen jetzt ein bisschen international noch ganz kurz. Du kannst Chinesisch sprechen. Mhm. Du kannst auch Fränkisch sprechen, weil du aus Nürnberg kommst. Und jetzt machen wir das Ganze dreisprachig, ja? Ich sage einen fränkischen Satz, den du auf Chinesisch übersetzt, damit ich für alle, die nicht aus Franken zugucken, den nochmal auf Deutsch übersetzen kann. Okay. Am liebsten mag ich 3 im Wegler und Mogger Cremetorten. 我最喜欢就是三个香蕉跟一个蛋糕. Liebe Zuschauer aus dem Norden, wir sagten gerade eben zweisprachig, am liebsten speise ich 3 kleine Würstchen aus dem fränkischen Großraum und Mokka-Cremetorte. Ja, ich finde, das klappte ganz gut schon. Ja? Ja, war ich auch. Bin überrascht.
Lange nicht mehr Chinesisch gesprochen, aber es funktioniert. Zweiter Satz. Fränkisch, Chinesisch, Deutsch. Pass mal auf, dass du mal ein wenig mal aufpassen darfst, dass ich da nicht einen reinbrät. 你小心点儿，要不然我弄死你。 多小心点儿，哥们儿。 Solltest du mich weiter reizen, könnte es sein, dass meine Hand ausrutscht. Ja, ich finde, das ist ein Riesenapplaus wert. Vielen Dank. Das war, letzter Satz für dich. Und dann lasse ich dich in die fränkische Kinowelt heute Abend in dein Du wirst heute Abend deinen eigenen Film das erste Mal sehen. Ich bin. Also, wenn jetzt mit der Filmkarriere nicht mehr klappt, dann kann ich gerne auch Touristenführer oder Übersetzer werden, biete ich mich an. Ne? Das machen wir gemeinsam. Also Reisen für Chinesen in Franken oder andersrum. Letzter Satz für unseren heutigen Gast. Hauptrolle in Mortal Kombat. Kung Lao alias Max Huang. Das Promi Round and Round ist das Fantastische, was Franken zu bieten hat. Weil es eben so fantastisch ist. Außer Bratwürstle und Mokka-Cremetorten, das muss man auch daneben sagen. Beste. Eigentlich müssten wir damit aussteigen, meine Damen und Herren, mit diesem Lob. Ich meine, größer kann es ja nicht mehr werden, denn das größte fränkische Lob für alle, die in Franken wohnen, wissen Sie, ist Bastjo. Ja, also man kann eigentlich keine Steigerung haben. Aber wir haben etwas ausgemacht, lieber Max. Erstmal sage ich herzlichen Dank, dass du da bist und da warst. Ich wünsche dir total viel Spaß heute in deinem, in deiner Kinopremiere, wo du es auf Großleinwand siehst. Ach stimmt, ja, da muss ich auch noch hin. Ja, schönen Gruß. Okay. An die Patentante. Ich wünsche dir, wir wünschen dir sau viel Erfolg. Ich glaube, da müssen wir nicht viel wünschen. Ich glaube, der kommt. Ich wünsche dir, dass bald die besprochene Mail aus Hollywood kommt. Und sag herzlichen Dank an dich. Ich danke dir, Fabian. Es war mir eine Ehre. Und deine Show, Bastja. Merci. Ne? Und jetzt musst aber noch mal ran, Bo. Jetzt musst du noch mal ran. Ach so. Denn jetzt ist ihm eingefallen. Das Outro. Das Outro sozusagen, das Outro. Meine Damen und Herren. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Sind Sie auch uns das nächste Mal gewogen. Aber jetzt erstmal. Kung Lao singt alias Max Huang aus seiner aktuellen Single Flawless Victory. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Max Huang. Flawless Victory. Come on. Bring it on, I fly away, so high and stay above the ground. My destiny is flawless victory. I was blind, but now I see. So clearly. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Weitere Folgen findest du hier.